Oh lol. Das ist die Polizistin, oder? Das ist die Clara. Ja, dann machen wir doch gleich mal auf. Hallo. Hi. Ich will nur meine Sachen holen. Ach so. Ich hoffe, ich störe dich nicht. Nein, ich bin nur sehr müde. Komm rein. Setz dich. So. Neuigkeit? Alles klar? Ich habe im Krankenhaus total viel zu tun. Und mit der Wohnung bin ich auch noch nicht fertig, aber kann nicht klagen. Möchtest du einen Gin? Ich glaube, in der Küche müsste noch irgendwo eine Flasche rumliegen, falls du einen möchtest. Ja, warum nicht? Ja, wunderbar. Erst einmal ein bisschen ablenken hier. So. Machen wir doch hier ein Glas. Auch wenn es wahrscheinlich jetzt nicht so angebracht ist, aber muss man ja trotzdem freundlich sein zu dem Gast. Ich könnte es auch selber trinken, oder wie? So. Danke. Kein Ding, ey. Ich hole am besten deine Sachen. Sind bloß zwei Kisten. Ich weiß nicht, wo du sie wohl hingeräumt hast, aber sie sind leicht zu erkennen. Meine Initialien stehen drauf. Die Initialien. Hm, genau. FM? TM? Nummer 1 und also jetzt erst einmal das oder das und wahrscheinlich dann noch im hier im Zimmer oder da war noch so viel Zeug. Yo. Habe ich doch schon gesehen hier da. TM. Oder? Lies ich das richtig? Ich glaube schon. Ja. Oder FM? Schwierig. So, die ist noch da, Gott sei Dank. Ich habe nichts angesprungen. Wunderbar. Da sind sie. Das müsste alles sein. Alles in Ordnung, Lukas? Du bist so nervös. Ich hatte gesundheitliche Probleme, aber es geht wieder. Freut mich. Hey, du fehlst mir, wirklich. Du mir auch. Hast du einen neuen Freund? Tut mir leid, ich bin. Nein, das macht doch nichts. Nein, habe ich nicht. Und du? Nein, ich auch nicht. Ich bin über die Trennung noch nicht weg. Spielst du noch? Weißt du, das ist mir gar nicht mal in den Sinn gekommen. Spiel doch ein paar Takte für mich. Bitte, in Erinnerung an alte Tage. Okay, gern. Richtig awkward irgendwie. Oh Gott, ich bin gespannt. Also erst mal ein Lautsprecher, oder? Okay. Und Gitarre. Oh Gott. Jetzt gibt's das übelste Solo-Werk hier. Thank you.
Lol. Muss reichen. Tja, ich gehe wieder. Ja. Du solltest jetzt wohl besser wieder gehen. Das stimmt. Dank dir für alles. Digga, ich kann sie doch jetzt nicht küssen, wenn die geschieden sind. Das geht nicht. Aber wenigstens die Tür auf oder auch nicht. Die Tür alleine zugeht. Zu sagen, es hätte mich nicht gereizt, wäre gelogen. Aber vielleicht war es besser so. Schließlich hatte ich keine Ahnung, was mir in den nächsten 24 Stunden noch alles zustoßen würde. Und was hatte ich einem Mädchen wie Tiffany zu diesem Zeitpunkt anzubieten? Indem ich sie gehen ließ, schützte ich sie. Ich ging zu Bett. Ich konnte nur versuchen, ein wenig Schlaf zu finden und abzuwarten, was der nächste Tag bringen würde. Okay. Nee, dann gehen wir jetzt immer noch pennen. Und ja, gucken halt wirklich mal, was uns am nächsten Tag so erwartet. So, einmal hier. Ja, direkt schlafen. Also wir überstehen die Nacht nicht. Doch. Gott, warum ist hier jetzt alles offen? Ich habe doch die ganzen Fenster habe ich noch zugemacht. Die Tür ist auch offen. Was geht denn hier ab? Der fucking Grab ist da. Moment. Ich mache hier erst einmal das Fenster zu, weil dann kommst du nicht mehr raus. Und Tür noch. Tja, warum ist hier alles offen? Alter, die Musik ist richtig creepy, Mann. Warum ist hier so offen? Ey, weh, du hast keinen Schlüssel dabei. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Schon wieder dieses Mädchen. Sie wirkt so real. Verliere ich langsam den Verstand? Leute. Also Lukas Friedhof? Nee, Sporthalle, Sporthalle. Ich würde mal sagen, ich gehe jetzt halt mal noch kurz zu der Clara rein. Ich hoffe, da wird es aber der Autopsiebericht hat sich die ganze Nacht beschäftigt. Anstatt Fragen zu klären, hat er nur noch neue aufgeworfen. Ließ der Mörder das Opfer absichtlich so langsam und schmerzvoll sterben? Gab es einen Zusammenhang mit dem rätselhaften Fall Kirsten? Wer hatte mir die E-Mail über Kirsten geschickt und warum?
Dieses Training mit Tyler war genau, was ich brauchte, nämlich auf andere Gedanken zu kommen und mich so richtig zu verausgaben. Hey, was ist denn mit dir los, Carla? Stimmt was nicht? Wieso? Mir geht's prima. Okay, wärmen wir uns erstmal auf. Sag mir, wenn du fertig bist. Ja, geht klar. Alright, dann müssen wir ein bisschen trainieren, oder wie? Dann gucken wir doch mal. So. Okay, erst einmal noch ein bisschen. Oh Gott, wie heißt denn das, dieses Gerät? Ist das der Schmetterling? Ich glaube schon. Drei. Drei. Vier. Vier. Fünf. Fünf! Wie viel schaffen wir denn? Sechs. Oh Gott. Die 10 machen ja voll, oder? Acht. Neun. Digga. Und die 10. Zehn. Oh. Noch eine Übung und ich bin soweit. Noch eine Übung, alles klar. Was machen wir denn noch? Wir könnten auf der Matte was machen. Baren? Machen wir doch auf der Matte was. Keine Ahnung, was ich jetzt anfangen will. Ah ja, okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also Art Sit-Ups oder wie? Sieben, acht, neun, zehn. Okay. Okay, das reicht. Sehr gut. In den Boxring. In den Boxring? Ah, alles klar. So, Tyler. Jetzt bist du dran. Ach so, noch mal kurz was trinken. Mhm. Und dann machen wir den Teil also richtig fertig. So. Ach so, ich muss wahrscheinlich direkt in den Ring rein, oder? Ja. Sollen wir? Hey, warum so eilig? Ich wärme mich noch ein bisschen auf und dann können wir. So, sie ist ready. Dann macht er noch ein paar Übungen. So. Hier auch gleich einmal. Eins. Also macht er auch einmal noch zwei Übungen. Einmal kraftmäßig und dann mach auch Sit-Ups mäßig. Das ist, glaube ich, auch am einfachsten. Aber ich finde eigentlich so settingmäßig, wie es immer mit Film und dann diesen Sequenzen, wo man halt selber was machen muss, finde ich eigentlich nicht schlecht. Acht. Ich finde halt bloß übel, dass halt immer so Jumpscares und so weiter drin sind. Das finde ich schon übel. Komm, ein noch. Tut jetzt schon die Hand weh, Mann. Go! 10. Gott im Himmel. Heute bin ich in super Form. Noch eine Übung und ich bin soweit. All right. Aber wir können auch irgendwas. Warte mal, was ist das so? Seil? Nee, okay. Nee, komm, dann macht ihr das auch auf der Matte. Das ging eigentlich ganz gut. Ah, ihr macht natürlich Liegestützen, oder wie? Natürlich. Eins, zwei, drei, vier. Ja, da war das Bankdrücken natürlich heftig jetzt gerade. Sechs, sieben. Oh, das ist aber knapp hier. Gas! Das erinnert mich ein bisschen an die GTA San Andreas Folgen. Neun? Zehn. Cool, jetzt geht's ab. Wo wir auch ein bisschen im Fitnessstudio immer waren. Da haben wir ja. Hoppla. Da habe ich, glaube, zweimal das Fitnessstudio aufgesucht. Weil ich ja immer geschaut habe, dass ich bei jeder 10. Folge irgendwas Special-mäßiges mache. Gott, das ist auch schon wieder 5 Jahre her, habe ich immer nachgeguckt. Ding! Ladies and Gentlemen!
Willkommen in Las Vegas beim heutigen Kampf zwischen dem schrecklichen Tyler Miles und der berüchtigten Carla Valenti. Wag du es noch einmal, mir die Hölle heiß zu machen, weil ich angeblich zu viel rumalbere? Alright. Dann gucken wir mal. Ich denke mal, das wird ein bisschen Quicktime-Events werden. Ich bin immer gespannt. So. So, auf die Plätze. Lol. Super. Okay. Oh. Okay. Okay. 12 von 10. Okay. Habe ich auch ganz gut ausgewichen. Oh Gott. Jetzt habe ich überhaupt nicht aufgepasst. Aber noch gut gegangen. Puh. Hohoho. Ich mach den komplett fertig irgendwie. Gescheitert, okay. Okay. 6 zu 1, sehr gut. Boom! Scheiße! Der wird komplett vermöbelt. Sehr schön. Wow. Okay. Einen, glaube ich, braucht er noch. Holy moly. Wahnsinn! Wie machst du das? Ich bin in einem Shaolin-Kloster aufgewachsen und die Mönche haben mir ihre Kung-Fu-Tricks beigebracht. Hä? In echt? Mensch, Tyler, du glaubst aber auch alles. Bei dir überrascht mich inzwischen gar nichts mehr. Noch eine Runde? Nein. Nein, mir reicht's. Ich steige unter die Dusche und gehe wieder an die Arbeit. Der Restaurantmord macht dir zu schaffen, was? Ja, irgendein Teil des Puzzles muss da fehlen. Zerbrech dir nicht unnötig den Kopf. Der Typ ist verrückt. Er nicht. Vielleicht. Aber ich will ihn finden, bevor er nochmal zuschlägt. Keine Sorge. Ein Typ, der bei einem Mord derart viele Indizien hinterlässt, kann sich nicht ewig verstecken. Ich hoffe, du hast recht, Tyler. Weiß Gott.